WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 29. Mai 1981. In der DDR wird der Wehrkundeunterricht für die Klassen 11 und 12 angeordnet. Ehrenfahne! Siegen! Achtung! Reden an! Ganz unverhofft, an einem Hügel, sind sich begegnet Fuchs und Igel. Verehrte Hörer, noch immer paradieren motorisierte Truppen der Nationalen Volksarmee. Halt, rief der Fuchs. Du Bösewicht. Kennst du des Königs Ordre nicht? Ist nicht der Friede längst verkündigt? Und weißt du nicht, dass jeder sündigt, der immer noch gerüstet geht? 122 mm Kanonenhaubitzen auf Selbstfahrerfetten vom... Im Namen seiner Majestät, geh her und übergib dein Fell. Auf der Karl-Marx-Allee waren dann weitere Einheiten der Truppenluftabwehr... Der Igel sprach... Nur nicht so schnell. Lass dir erst deine Zähne brechen, dann wollen wir uns weitersprechen. Und alsogleich macht er sich rund, schließt seinen dichten Stachelbund und trotzt getrost der ganzen Welt. Bewaffnet, doch als Friedensheld. Das passte perfekt. Wilhelm Buschs bewaffneter Friede. Das Volksbildungsministerium der DDR ließ das Gedicht in den Schulbüchern veröffentlichen. Besser konnte man den Kindern die Nationale Volksarmee nicht erklären. Waffen sind wichtig, so sollte Wilhelm Busch interpretiert werden. Waffen sind wichtig und die Wachsamkeit, denn da draußen ist das Böse. Man soll die Ohren spitz halten. Augen auf für alle. Möge das schaffende Volk der Deutschen Demokratischen Republik seine Wachsamkeit verdoppeln und verdreifachen. Das soll aus diesem Prozess gelernt werden. Dies forderte ein Staatsanwalt in einem der Schauprozesse der DDR in den 1950er Jahren. Wachsam sein, der Feind laute überall. Den Bürgern der DDR wurde das allenthalben mitgeteilt. In Parteitagsreden, auf Versammlungen, in den Zeitungen und mittels sozialistischer Reimkunst. Wenn wir nicht kräftig wären, dann kämen sie mit Heeren. Gebt auf die Grenzen Acht. Wir sind wachsam, weil es uns um Glück und Frieden geht. Wir sind wachsam, wissen, wo er hintersteht. Wir sind wachsam, weil es uns um Glück und Frieden geht. Wir sind wachsam, wissen, wo der Gegner steht. Der sonst achtenswerte DDR-Lyriker Heinz Kalau begab sich 1961 in die Untiefen politischer Propaganda und verfasste anlässlich des Mauerbaus dieses gereimte Stück Ideologie. Das Feindbild völlig klar. Die Aufgabe, wachsam sein und das Land verteidigen. Immerzu und jederzeit, Tag und Nacht, kampfbereit. Die Monotonie des Pathos. Wilhelm Buschs bewaffneter Friede reichte da längst nicht mehr. Die Nationale Volksarmee war das Wichtigste für die Obrigkeit der DDR. Und so sollte es auch das Wichtigste für jeden DDR-Bürger sein. Wirklich für jeden. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Das Mantra lief in Dauerschleife. Die Nationale Volksarmee ist wichtig. Sie schützt den Frieden und den Sozialismus schützt sie auch. Das wurde schon im Kindergarten verkündet. Überall im Drei-Buchstaben-Land wurde auf die Errungenschaften der DDR verwiesen und die Notwendigkeit ihrer Verteidigung gegen den Feind aus dem Westen. Ich lade die Kanone, rum, bum, bum, rum, bum, bum. Ich lade die Kanone, rum, bum, rum, bum, bum. Im DDR-weit geltenden Bildungs- und Erziehungsplan für die mittleren Gruppen der Kindergärten, also für 4- und 5-jährige Kinder, hieß es: Die Beziehungen der Kinder zu den bewaffneten Streitkräften werden vertieft. Sie sammeln Bilder und unterhalten sich mit den Erziehern darüber. Stellen nach Möglichkeit zu einem Angehörigen der bewaffneten Organe freundschaftliche Beziehungen her.
Was im Kindergarten begann, konnte in der Schule nicht aufhören. Jeder sollte seinen Beitrag leisten. Für NVA und DDR. Und so wurden die Schüler in einem eigenen Schulfach aufs Militärische vorbereitet. Wehrunterricht. Die SED-Zeitung Neues Deutschland berichtete über einen Besuch von Volksbildungsministerin Margot Honecker und Verteidigungsminister Heinz Hoffmann in einer Oranienburger Schule. Die Minister führten Gespräche mit Schülern, Ausbildern, Pädagogen und Schulfunktionären. Sie überzeugten sich an Ort und Stelle davon, dass die vorhandenen Bedingungen für eine vielseitige und niveauvolle Gestaltung des Wehrunterrichts genutzt werden. Sieges an! Rechts, um, ihm, gleich, Schritt, Marsch, links, zwei, drei. Die Mädchen und Jungen brachten ihre Bereitschaft zum Ausdruck, die Errungenschaften des Sozialismus zu schützen und zu verteidigen. Das war der Ton, in dem man fortan über Wehrkunde redete. Offiziell. Ab dem 29. Mai 1981 wurde Wehrkunde nicht nur in der für alle Schüler obligatorischen 9. Klasse unterrichtet, sondern auch in den 11. Klassen. Abiturienten waren also gleich zweimal betroffen. Mit der obligatorischen Einführung des Wehrunterrichts in den 9. Klassen und der freiwilligen Teilnahme der Jungen dieser Klassenstufe an der Wehrausbildung im Lager, referierte ein Wehrkundelehrer auf dem 8. Pädagogischen Kongress der DDR. Der Schüler der oberen Klassen und gestalten den Bildungs- und Erziehungsprozess inhaltlich weiter aus. Der Wehrkundeunterricht war, wenn man es irgendwie kurz zusammenfasst, eins der nutzlosesten Fächer in der DDR-Schule und wurde halt quasi eingeführt, um die Jugendlichen auf einen drohenden Krieg vorzubereiten. Erinnert sich der Schriftsteller Mikis Wesensbitter, Autor des Buches »Wir hatten ja nischt im Osten, nicht mal Spaß«. Nur wenn ich mich gründlich mit der Politik der Partei beschäftige, sozusagen ständig auf dem Laufenden bin, kann ich einen lebendigen, erzieherisch wirksamen Wehrunterricht erteilen. So ist zum Beispiel von großer Bedeutung für meinen Unterricht, wenn der Generalsekretär der SED in seiner Rede vor dem Dresdner Parteiaktiv begründet, warum der Kampf um den Frieden die Frage aller Fragen ist. Es gab einen theoretischen Teil, der in der Schule durchgeführt wurde, und dann gab es noch einen praktischen Teil. Das nannte sich dann ZV-Ausbildung, also Zivilverteidigung für die Mädchen und Wehrlager für die Jungs. Mädchen wie Jungen gehen mit hohen Erwartungen an den Wehrunterricht heran. Natürlich spielt eine Rolle, dass dieses Fach neu ist, aber das ist nicht das Entscheidende. Wichtiger erscheint mir, bei unseren Schülern ist der Wunsch ausgeprägt, sich gut auf das Leben vorzubereiten. Ich hatte, glaube ich, Wehrkundeunterricht 1983, also so auf dem Höhepunkt des Wettrüstens, wo man sowieso in so einer Paranoia gefangen war von den Atombomben, die gleich kommen werden. Und die wurde natürlich dann geschürt. Die Erkenntnis, dass dazu auch die Verteidigung des Sozialismus gehört, ist schon recht tief verwurzelt. Das zeigt sich in Ihrem Wunsch nach gründlicher Information über militärpolitische und waffentechnische Probleme, in Ihrem Streben, den physischen Anforderungen immer besser gerecht zu werden und in der zunehmenden Bereitschaft der Schüler, sich für die Ideale des Sozialismus, für die Erhaltung des Friedens und für den Schutz unserer Errungenschaften einzusetzen. Der theoretische Teil in der 9. Klasse, das werde ich nie vergessen. Da kam dann so ein abgehalfterter Offizier in Uniform, der war rotgesichtig, der war aufgedunsen und der stank fürchterlich nach Alkohol und musste mehrmals im Unterricht raus, um nachzutanken. Der hatte auch so einen leicht sächsischen Slang und sprach immer von Atombomben, Neutronenbomben. Und dann musste man quasi sich unter den Tisch legen, den Kopf in die Hände, und so sollte man dann halt reagieren, wenn dann die NATO angreift. Das alles sind Ergebnisse der bisherigen Bildung und Erziehung in ihrer Gesamtheit. Im Unterricht, in der sozialistischen Kinder- und Jugendorganisation und in der Familie. Das war dasselbe Gelaber, was man immer hatte. Die Amerikaner bedrohen uns, die Sowjetunion verteidigt uns und unsere nationale Volksarmee ist dann halt eben dazu da, um einen Angriffskrieg zu verhindern. Als Pädagoge, Offizier und Kommunist trage ich voller Stolz die Uniform unserer nationalen Volksarmee. Ich diene der Deutschen Demokratischen Republik.
Das neue Unterrichtsfach Wehrkunde war nur konsequent für die DDR. Schon 1973 hatte das Politbüro der Staatspartei SED beschlossen, dass Landesverteidigung auch eine Erziehungsfrage ist. Die Liebe zur Heimat und die Bereitschaft zu ihrer Verteidigung als eine entscheidende Frage ethisch-moralischer und staatsbürgerlicher Haltung gehört zu den wichtigsten Themen, die in der Kinder- und Jugendliteratur in noch stärkerem Maße literarisch behandelt werden müssen. Neben dem Leben in der NVA und den anderen bewaffneten Organen und dem Wirken der Kampfgruppen sollte die weitere Förderung stärker auf die eigenen Erlebnisbereiche der Jugend gerichtet sein. Unbedingt notwendig ist die verstärkte Anregung und Entwicklung von Büchern, die das Wesen des Imperialismus und das Bild des Klassenfeindes widerspiegeln. Natürlich war der Wehrkundeunterricht umstritten, aber kein Wort darüber in den DDR-Medien. Im ersten Jahr des Wehrkundeunterrichts gab es 303 Eingaben von Eltern gegen das neue Unterrichtsfach. Die meisten der protestierenden Eltern waren kirchlich gebunden. Doch selbst die Christlich-Demokratische Union, eine der Blockparteien der DDR, äußerte sich positiv über Wehrkunde. Ich bin in den vergangenen Jahren als Vorsitzender des Wehraktivs unserer Schule und jetzt als stellvertretender Vorsitzender unseres Selbstschutzkomitees aktiv daran beteiligt, bei unseren Schülern die Bereitschaft und Fähigkeit zum militärischen Schutz unseres Staates zu entwickeln und darin auch christliche Jugendliche zu ermutigen und zu bestärken. Schreibt ein Berliner Lehrer für die CDU-Zeitung Neue Zeit. Und? Mit der Einführung des Wehrunterrichts sind nun noch bessere Voraussetzungen geschaffen, die vormilitärischen Kenntnisse und Fähigkeiten der Schüler systematisch und zielstrebig zu erweitern und ihre Wehrbereitschaft und Wehrfähigkeit weiter zu erhöhen. Doch all die Floskeln über den Wehrunterricht nutzten nichts. Es gärte im Lande. Vom Mai 1989 ist ein offener Brief überliefert, der an Margot Honecker gerichtet war und im Untergrund kursierte. Teilnehmer eines pädagogischen Seminars schrieben: Uns macht betroffen, in welchem Maße militärische Strukturen und Inhalte Grundlage für den Unterricht sind. Ohne Beseitigung des Anachronismus Wehrerziehung in der Volksbildung ist eine sachbezogene und kreative Lösung der Menschheitsprobleme nicht lösbar. Einen Monat später gab es im zweiten Programm von Radio DDR eine Sendung des Schulfunks, deren Titel schon aufhorchen lässt. Brauchen wir Wehrerziehung? Das ist natürlich nur eine rhetorische Frage, aber dennoch sind Berliner Schüler zu hören, die sich zumindest kritisch zu der Form des Unterrichts äußern. Die Themen, die dort behandelt werden oder auch Waffensysteme, die dort vorgestellt werden oder Eindrücke von Offiziersschülern, die dort vermittelt werden, dass sie doch überhaupt nicht mehr aktuell sind. Was ich vor allem noch nicht so ganz verstehe, ist, dass wir als Mädchen jetzt im Lehrgang Zivilverteidigung auch eben so richtig marschieren lernen müssen, also Linksschwenk und alles sowas. Das waren freilich nur Randnotizen. Der anwesende Oberst AD Horst Schädel konnte jedenfalls noch einmal erklären, wie wichtig Wehrkunde sei und natürlich auch die Disziplin von Schülern und Soldaten. Versteht eines, dass heute zur Sicherstellung von Handlungen, zum Beispiel der Sicherung des Luftraums der DDR, und der wurde ja schon mehrfach Provokationen ausgesetzt, oder ob das an der Grenze zur BRD oder an der Küstengrenze ist, dort kommt es auf Sekunden an. Und wenn keine Disziplin da ist, kann ich alles vergessen. Ein halbes Jahr später sah freilich vieles anders aus. So berichtete die CDU-Zeitung Neue Zeit am 9. November 1989. Der Wehrunterricht an Pankower Schulen wurde abgeschafft, teilte die Bezirksschulrätin mit. Auch die Verteilung von Kriegsspielzeug in Kindergärten würde in Zukunft unterbleiben. Die Rechtfertigung der Stadtbezirksschulrätin für Volksbildung, Kindern müsse ein konkretes Feindbild anerzogen werden, um sie schon frühzeitig für militärische Berufe zu gewinnen, ist unverantwortlich und dürfe sich nicht wiederholen. Wenige Monate später war auch die DDR nur noch Geschichte. Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Klug an den Wehrkundeunterricht in der DDR, der am 29. Mai 1981 für die Klassen 11 und 12 angeordnet wurde. Redaktion Ronald Feisel.